Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Daniel, das ist Playgames Alone. Heute wird Magneto bemalt und zwar in zweifacher Ausführung. Einmal in Marvel United und einmal in Marvel Crisis Protocol. Damals hatte ich mir ihn hier schon für Zombie bemalt und in den Farbschema werde ich die auch halten. Denke mal, das passt so ungefähr, ne, wie hier. Das ist so die Vorlage. Bis auf dem Helm, den habe ich anders gemacht. Das wäre mir sonst zu viel rot. Werde ich in Silber machen. Aber so ein bisschen künstlerische Freiheiten muss sein. Jo, das sind so die Farben, die ich mir eigentlich rausgesucht habe. Für beide Figuren komplett ist eigentlich nicht so viel, wenn das so klappt. Jo, das ist meine Mockingbird. Die ist gerade auch fertig geworden. Jo, und hier steht noch der Bullseye. Und Moonlight, ja, die werden auch nebenbei noch bemalt. Mache ich aber kein Video von, weil das sind so Charaktere mehr. Aber Magneto, den brauchen wir. Und ja, da fangen wir einfach mal an. Ganz einfach wieder hier die Base. Die wird in Skaven by Blinch, weil mein Adeptus, mein Mechanicum ist leer. Tut es aber genauso. Und hier diese Fliesen. Hier werden wir ihn Standard in Corn Red machen. Der Rest hier dann das Silber. Jo. Und dann die Asche, hier den Dreck auch einfach in einem Grau. Jo, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Skavenblight. Fangen wir mal hiermit an. Ich habe jetzt was höher gehangen. Jetzt dürfte ich dann nicht mehr so dran kommen. So. Genau, einfach mal hier so komplett drüber. Müssen wir nachher eh wieder ein bisschen auseinander. Jetzt ist, wie gesagt, noch nicht schlimm, wenn man irgendwann mal hier dran kommt. Jetzt ist das noch okay. Jo, das haben wir. Und dann einfach hier drüber. Und das machen wir jetzt mal. So, während das jetzt alles trocknet, kümmern wir uns mal um das Gesicht ein bisschen. Dazu nehmen wir Bogman's Glow im ersten Schritt. Und hier so ein bisschen einfach das Gesicht. So. Den auch. Ein bisschen den Hals. Den würde ich sagen, der kriegt auch, doch, den machen wir auch Farbhände. Der hat jetzt nicht unbedingt so Handschuhe an. Finde ich mal ein bisschen schöner, ein bisschen Farbkontrast reinbringen. So. Genau. Und das gleiche machen wir jetzt für den anderen auch und dann lassen wir das noch ein bisschen trocknen. Das haben wir auch fertig, dann kümmern wir uns am nächsten Mal um den Umhang und dazu nehmen wir hier Phönizchen Purple und einfach hier mit einem dicken Pinsel den Umhang erstmal nur schön einmal einschmieren. Jo, das ist einfach easy. Das machen wir jetzt auch mal. Die Umhänge sind jetzt soweit bemalt. Ich habe jetzt nur eine Schicht drüber. Es scheint hier noch ein bisschen durch, was aber nicht schlimm ist. Das ist okay. Ist ja nur die Untergrundfarbe. Man kann nachher noch mal einen zweiten Anstrich drüber machen, damit die weg sind. Aber wir tuschen das hier eh gleich und dann kommt eh noch ein anderes Lila drauf, ein helleres. Dann ist das gar nicht so schlimm. Was wir natürlich jetzt noch machen, ist halt die Hose und hier die Rahmen, also hier die, ja, die Armreifen, die werden wir noch in, auch noch in diesem Lila machen. Und ich denke mal, dann ist genug Lila an der Figur dran. Ja, das mache ich jetzt noch. Jupp, so sieht das jetzt aus. Hier habe ich jetzt die Armreifen natürlich so in Lila gemacht. Hier jetzt nicht, weil der hält mir das zu sehr in seinem Umhang dran. Das sieht dann scheiße aus. Da werde ich die da schwarz machen. Wer sich fragt, warum ich die vorher in so grün grundiert habe, der Grund ist, ich hatte kein anderes Schwarzspray mehr zum Beispiel. Und ich hatte noch so viel von dem Death Guard Green von meinem alten Projekt mit den
mit der Desgard und das Spray, das wird ja auch nicht jünger. Darum habe ich das jetzt verwendet und brauche das auf. Also das ist der einzige Grund. Jo, das lassen wir jetzt erstmal so weit trocknen, weil dann können wir nämlich beim Umhang hier seht ihr ja, da so Stahlnieten dran, die können wir dann machen. Dann können wir als nächstes hier das machen, alles, wenn das trocken ist, genauso wie bei ihm hier. Hier ist auch noch Stein, habe ich übersehen. Das müssen wir auch noch machen und dann malen wir erstmal das ganze Silber auch hier auf der Base drauf. Da hat er auch noch so viel Silberteile, wie ihr seht, ne? So, das werden wir alles machen, aber jetzt muss das erstmal ein bisschen trocknen. Und dann überlege ich auch noch, ob ich noch eine zweite Schicht drüber mache, ich weiß es noch nicht. Ja, lassen wir erstmal trocknen und dann packen wir uns das Silber. So, wie gesagt, das ist jetzt alles schön durchgetrocknet. Und jetzt werden wir mal das Metall noch mal ein bisschen auffrischen. Alles, was wir hier an Metall haben. Das sind auf jeden Fall hier die Pfeiler. Dann hier am Umhang die Schrauben etc. Genau, sowas haben wir, wie gesagt, hier die Pfeiler, auf jeden Fall den Helm werden wir auch machen, dass da ein bisschen andere Farben drin sind und hier halt dasselbe, halt hier den Metallschrott, die Pfeiler, den Helm, hier unten. Und hier, was hier noch so alles drauf liegt, ne? Das machen wir jetzt mal. Ja, das haben wir jetzt alles gemacht. Das Silber ist soweit hier am Umhang. Hier oben, da habe ich natürlich nochmal das, wie heißt es, den Beton gemacht. So, was wir jetzt noch machen werden, hier so Rohre. Und hier so das Seil, das werden wir nochmal in Balthasar Gold, die Farbe habe ich schon eben noch beigestellt, die werden wir nochmal machen. Bisschen, doch ein bisschen Farbe reinkriegen und nicht zu Silber. So. Aber das werden wir wahrscheinlich gleich eh wieder weg trockenbürsten. Da werden wir es nochmal drüber machen müssen. So. Das geht da und da, gucken noch ein Stückchen raus, genau. So. Haben wir. Okay, hier haben wir sowas nicht. Perfekt. Gut. Dann können wir uns jetzt mal hier um den Anzug was kümmern. Dazu fangen wir an mit Mephiston Red erstmal ein bisschen. Um erstmal ein bisschen Deckkraft reinzukriegen. Ganz einfach hier schön drauf machen und trocknen lassen. Genau wie hier bei dem Jungen. Das erste Rot ist auch drauf, trocknet gerade noch. Jetzt fangen wir halt mit dem Schwarz an. Teilweise die Handschuhe von Halm, den Gürtel und auch die Stiefel. Die werden wir einfach mal in Schwarz machen. Hier habe ich sie lila gemacht. Ich werde sie auch schwarz machen. So, mach sie auch schwarz wieder. Alles schwarz. Wie gesagt, die Handschuhe, der Gürtel und die Stiefel. Hier dasselbe. Gürtel, Stiefel und hier die Handschuhe. So, das haben wir jetzt auch. Und damit sind sie erstmal fertig. Das Gold und alles machen wir später. Dann werden wir sie jetzt einfach nur mal schön mit Nullen Oil erstmal tuschen. Das kennt ihr ja. Gut schütteln. Und dann schupp, schön über die Mini drüber. Ja, das machen wir jetzt. So, die Tusche ist jetzt getrocknet. Und sie sehen schon ziemlich nah dran aus. Jetzt fangen wir mal an mit der Base ein bisschen aufzuhübschen.
Und zwar erstmal wieder hier mit Administarium Grey. Ganz einfacher Standard, kennt ihr. Gut schütteln. Ein bisschen was aufnehmen, was abreiben. Und dann gehen wir mal hier drüber. Genau, so wird ein Schuh draus. Genau, sieht schon mal besser aus. Und jetzt hier drüber noch ein bisschen. So. Genau. Dann können wir das auch erstmal beiseite stellen. Dann nehmen wir Old Sun Grey und den gleichen Spaß nochmal. Aber nicht so viel. So. Genau, sieht schon mal sehr gut aus. So, sehr gut. So, jetzt noch mal den Pinsel schön sauber machen. Und dann gehen wir an dem Metall dran. Jetzt bürsten wir das Silber hier noch mal ein bisschen trocken. Und zwar mit Stormhouse natürlich. Da müssen wir jetzt halt ein bisschen aufpassen, nicht zu sehr an den anderen Sachen drankommen. So. Sonst haben wir zu viel Arbeit. So. Das machen wir jetzt mal für die ganzen Minis. Das Hauptsilber haben wir jetzt trocken gebürstet. Jetzt werden wir noch kurz den Helm bemalen. Und danach ja zum Schluss nochmal die ganzen Kleinteile. So, das ist jetzt hier nicht so viel. So. Da kommt ja nachher noch was Gold drauf. So. Und dann hier der Helm. Das machen wir jetzt mal zu Ende. So, das Silber noch nicht wegstellen. Wie gesagt, das brauchen wir nachher nochmal. Jetzt kümmern wir uns erstmal nochmal um die Haut. Okay, den Fleischton. Ja, gut schütteln. Einfach. Ja. So, dann malen wir jetzt natürlich die Hände und auch die Gesichter. So, das ist auch soweit fertig. Sehr schön. Jetzt werden wir mal hier das Gold hier ein bisschen noch mal kurz auffrischen mit dem Bronze.
So, das ist ja jetzt nicht viel Arbeit. So, einfach nochmal hier so drüber. So. So. Und hier drinnen ist noch was. So. Dann gehen wir hier mit hier über die Base. So, das haben wir. Und jetzt kümmern wir uns um den roten Anzug. Jetzt haben wir natürlich zwei Möglichkeiten. Evil Sun Scarlet erstmal probieren, ob das schon gut ist, ob uns das gefällt. Oder Wild Rider Red. Das ist dann so ein bisschen orangelich. Ich finde, der ist ja auch hier so ein bisschen mehr so in dem Orange. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches ich hier drauf hatte. Ich werde es aber erstmal in hier Evil Sun Scarlet probieren und nachher nochmal ein bisschen aufwerten vielleicht. So. Und dann machen wir das jetzt hier und malen hier schön was aus. So. Gerne natürlich dann auch nicht mal bis zum Rand malen, sondern die Farbe, die da drunter ist, was rausscheinen lassen. So. Das machen wir jetzt mal komplett für alle. Rot ist drauf. Na, ich glaube, ich hatte damals nur das Rot. Das sieht ziemlich genauso aus. Jetzt werde ich erstmal warten, bis ich den Umhang bemalt habe. Aber zuerst malen wir bei Magneto hier mal die Augen und noch ein bisschen die Zähne rein. Bei dem Magneto werde ich es nicht machen. Das ist zu klein, das sieht man eh nicht. So, aber das werden wir hier nochmal machen. So. Augen. Ah. Da werde ich nochmal tuschen müssen. Das ist der Pinsel zu ungenau, zu spitz für. Kein Problem. Naja, ist okay. Kein Problem erstmal. So, das haben wir. Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Mantel an. Jean Stealer Purple. Mit einem großen Pinsel. Schön hier über die Vertiefungen. Ah, ist das ein. Ach, ist das eine ätzende Farbe? Welche Farbe ich denn hier benutzt? Ist auch Jean Stealer Purple, ne? Ugh. Ja, da werden wir wahrscheinlich, wie es aussieht, zweimal drüber gehen müssen. Naja. Okay, dann machen wir das mal. Ja, so sehen die beiden nach dem ersten Anstrich aus. Schon ziemlich identisch, ganz gut. Aber da das hier noch ein bisschen durchscheint, werde ich da noch mal eine zweite Schicht drüber machen, weil obwohl muss ich mir noch überlegen, wie ich das mache, ob ich da mal eine zweite Schicht drüber mache. Aber ich denke mal, damit das besser deckt, machen wir noch mal eine zweite Schicht drüber. Die zweite Schicht ist jetzt auch drauf und ja, gefällt mir gleich viel besser. Ja, als nächstes kümmern wir uns mal um die Gold-Embleme. Hier am Helm und da an den Knöpfen. Das machen wir jetzt mal hier als nächstes. Wie gesagt, na, hier die Nieten und dann hier am Helm und da das gleiche. Ja, das haben wir jetzt auch. Und
gefällt mir schon ganz gut. Und jetzt können wir langsam anfangen, mal ein paar Fehler auszumerzen. Viele Farben bleiben uns nicht mehr, wie bei ihm hier. Da habe ich den Stein immer noch nicht bemalt. Das heißt, das werde ich gleich auf jeden Fall nachholen, genau wie die Base. Dann hier die Base. Da nehme ich Mephisto Red für. Und dann malen wir hier mal schön drüber. Das wird gleich ein bisschen transparenter. Soll auch so sein. So. So, da haben wir das erstmal. Jetzt sieht es noch ein bisschen knalliger aus. Gleich schwächt das ein bisschen nach. Da haben wir das. Dann, wie gesagt, gleich hier oben den tun wir mal ein bisschen nachbearbeiten. Ups. So. Sieht schon gut aus, brauchen wir gar keine zweite Farbe mehr. Das ist okay, nehmen wir so. So, dann werden wir langsam noch mal von ihm hier die Augen machen. Dann nehmen wir wieder das Schwarz. Augen malen. Ja, lassen wir mal so. Sieht man eh nicht so gut. Das ist okay. Ja, dann können wir jetzt entscheiden. Machen wir den jetzt so ein bisschen orangener oder lassen wir den so? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, ihn werde ich mal im Orange machen, ein bisschen mehr, damit man da mal einen Einblick kriegt und mal vergleichen kann. Einfach jetzt wieder hier ganz einfach nur ein paar Akzente hier drauf setzen. So. Hätte ich lieber dabei überlassen sollen. Vielleicht, wenn gleich was nachtrocknet. Na gut, muss ja auch nicht jeder Magneto hier gleich aussehen, ne? Das mache ich jetzt mal für die ganze Mini. So, soweit, so fertig. Ja, das müsst ihr jetzt für euch entscheiden, welches ihr besser findet. So, doch mehr im Orange gehen oder mehr so. Ich lasse ihn so und ihn lasse ich auch so. Das ist okay. Dann gucken wir uns nochmal hier die Base an. Mit Evil von Scarlet einen kurzen Kratzer drüber machen. Da muss nicht alles bemalt sein, nur so ein paar Stellen mal. Ich habe übrigens gerade ein Spiel gemacht mit den Maximoffs hier, mit ihm, klar, Magneto,
Scarlet Witch und Quicksilver gegen Ronan. Oh Gott, ich habe sonst gegen Ronan immer so gut gespielt, aber da habe ich sie so auf den Sack gekriegt. Alter Schwede. Und die waren so gut. Aber Ronan ist irgendwie immer im Hinter Scarlet Witch her. Hat sie K.O. gehauen und weg war sie. Ja, gefällt mir schon ganz gut. So, dann werden wir jetzt mal mit Silber mal hier hinten die Metallteile ein bisschen aufhellen. Und dann nähern wir uns auch schon fast wieder dem Ende. Dann nehmen wir uns schon fast wieder ein Ende. So. Dann jetzt noch gucken wir uns das alles noch mal an. Können, ach, hier unten können wir auch noch ein bisschen was machen. Das können wir noch mal eben mitmachen hier. So. Soweit, so gut. Dann können wir uns die Figuren nochmal angucken und notfalls nochmal ein paar Fehler rausmachen, ausmerzen. Ja, ist okay. Ja, lassen wir so. Ja, dann brauchen wir nur noch jetzt die Base. Nochmal mit Skaven Blight Dinch. Dann mache ich noch mal hier die Basis. Yep, komm raus. Und dann können wir sie uns auch gleich uns auch schon noch mal ansehen. Das mache ich jetzt mal und dann schauen wir uns gleich an, wenn sie getrocknet sind. Ja, damit sind die Drillinge fertig. Das war mein Original. Das ist jetzt hier der gute Marvel United und für Crisis Protocol. Ja, waren dumme Farben, muss ich echt sagen, mit dem Lila. War nicht so schön zu malen, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Ich freue mich drauf, die einzusetzen. Die vielleicht demnächst hier beim nächsten Battle Report mal schauen oder ob ich nochmal die Avengers teste. Und ja, den auf jeden Fall auch. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne Likes und Kommentare, Abos sowieso und bis zum nächsten Mal Avengers sammeln.